Moin, mein Name ist Toni, schön, dass du da bist und herzlich willkommen bei Mondgeflüster. Hier bei mir im Mondgeflüster-Headquarter auf dem Dachboden, wo es gerade sehr, sehr kalt ist. Ja, nichtsdestotrotz wird es mal Zeit, wieder mal vor die Kamera zu treten, denn ja, ich möchte einfach mal Danke sagen, bevor es gleich mit dem Video zu Pathfinder und Sojourner losgeht. Ich möchte Danke sagen ans gesamte Teamspace. Das ist unfassbar, was da gerade passiert. Und es wächst irgendwie zusammen, was zusammen gehört. Wir haben uns irgendwie alle gefunden und das soll so auch so sein. Natürlich Mo mit dem Senkrechtstarter und dem Discord-Channel. Vielen, vielen Dank dafür. Vielen, vielen Dank an die Mods, die wirklich ihre Freizeit da opfern. Roman, Martin und Patrick mit CK, ne Patrick? Vielen, vielen Dank für eure Arbeit, ja, das kann man nicht hoch genug hängen. Ja, was war das generell für eine Woche, ne? Perseverance gelandet auf dem Mars, was für Bilder, was für Audios, wirklich absolut genial. Meine Kollegen Mo vom Senkrechtstarter und Silvan von den Mars-Chroniken haben ja da schon viel drüber berichtet, auch Videospace News ist da immer dabei. Grüße gehen raus an euch, auch an alle anderen, Benny von Space Lore, ja, ganz toll. Ich bin froh, dabei zu sein und natürlich, wie es so passt, habe ich wieder Fanpost bekommen. Wirklich, mein Kumpel Alexei hat wieder geschrieben und hat mir eine Motivations-8 geschickt. Ich halte sie mal rein. Ich hoffe, man sieht das. Wenn nicht, blende ich das gleich mal ein noch. Whatabout, Senkrechtstarter, Mondgeflüster und Alexei Leonov. Vielen, vielen Dank wieder dafür. Das ist unfassbar wichtig. Oder ich freue mich da einfach drüber für die Motivation. Wahnsinn. Wir hatten ja einen Livestream mit dem Felix Schlang von Whatabout. Was für ein sympathischer Kerl. Der hat auch einfach gesagt, die stärkste Waffe, ich hoffe, ich kriege es irgendwie sinngemäß hin, ist einfach des kleinen YouTubers, ist die Motivation. Und sowas motiviert unfassbar viel. Hier steht auch drauf, Grüße gehen raus an Valentina in die CCCP. Ich hoffe, das ist okay, wenn ich das hier vorlese. Danke. Und natürlich auch danke an jeden einzelnen Zuschauer, der hier meine Videos anschaut. Für jeden Aufruf, für jeden Daumen nach oben, für jeden Kommentar, kommentiert, was das Zeug hält. Für den Algorithmus. Ja, freue ich mich immer. Na, ist einfach schön, hier dabei zu sein. Und es wird eine schöne Zeit und da kommt noch viel auf uns zu. Ja, das war es eigentlich schon. Mehr wollte ich gar nicht sagen, aber ich denke, danke kann man nicht oft genug sagen. Vor allem, weil es so unfassbar toll ist, da gerade so eine gewisse Aufbruchstimmung zu spüren. Ja, und jetzt Schluss mit Blablabla. Das war das Intro, mal ein bisschen anders. Und jetzt viel Spaß mit dem Faktenvideo. Ja, und das Intro hatten wir jetzt ja schon mal wieder aus dem Mondstudio. Und ja, wie eingangs erwähnt, es geht heute um die Mars Pathfinder Mission aus dem Jahr 1997. Und ja, das war meine erste bewusste verfolgte Mission, die ich überhaupt live miterlebt habe. Das war der Sommer 1997, da kann ich mich an genau drei Dinge erinnern. Zum einen Jan Ullrichs Toursieg bei der Tour de France, Urlaub in Dänemark und halt die Mars Pathfinder Mission. Und deshalb heute für euch 25 Fakten. Los geht's mit Fakt Nummer 1. Die Mars Pathfinder Mission bestand aus der Landeeinheit Pathfinder und dem Mars Rover Sojourner. Fakt Nummer 2. Es war die erste Mars Mission, die erfolgreich einen Mars Rover auf die Mars-Oberfläche brachte und der erste Rover überhaupt außerhalb des Erde-Mondsystems, der in Betrieb war. Fakt Nummer 3. Der Start der Mission erfolgte am 4. Dezember 1996. Die Trägerrakete war eine Delta II und gestartet wurde vom Cape Canaveral Space Launch Complex Nummer 17 in Florida. Fakt Nummer 4. Die Landung auf dem Mars erfolgte am 4. Juli 1997 um 16.56 Uhr und 55 Sekunden. Fakt Nummer 5. Landeplatz war eine alte Überschwemmungsfläche auf der Nordhalbkugel des Mars mit dem Namen Ares Valleys. Diese Region gehört zu den felsigsten Teilen des Mars und war daher sehr interessant aus Sicht von Wissenschaftlern,
weil dort auch ein Schwerpunkt war, und zwar die Untersuchung von Gesteinen und von dem Marsstaub. Dazu aber gleich nochmal mehr in den weiteren Fakten. Fakt Nummer 6. Die Landung von Pathfinder auf der Marsoberfläche wurde zunächst von einem Fallschirm und anschließend von Feststoffraketen abgebremst. Um die Landung zu dämpfen, waren Pathfinder und Sojourner in große Airbags eingepackt, welche knapp 350 Meter über dem Boden in weniger als eine Sekunde aufgeblasen wurden. Durch die drei Retro-Raketen, die in etwa 100 Metern Höhe feuerten, konnte die Aufprallgeschwindigkeit auf 14 Meter pro Sekunde reduziert werden. Der erste Aufprall der Airbags federte Pathfinder im ersten Satz nochmal knapp 16 Meter hoch zurück. Mindestens 15 weitere Sprünge wurden über Beschleunigungsmessdaten aufgezeichnet. Der gesamte Eintritts- und Landevorgang dauerte etwa 4 Minuten. Fakt Nummer 7. Der Lander musste bis zum Sonnenaufgang warten, um seine ersten digitalen Signale und Bilder zur Erde zu senden. Da ein Airbag nicht ganz luftentleert war, wurde mit Hilfe von Befehlen sichergestellt, dass die Rampe von Sojourner an Sol 2 erfolgreich passiert werden konnte. Ein Sol ist übrigens ein Marstag bzw. Solar Day oder Sonntag. Aus Sicht von uns Erdlingen dauert ein Sol auf dem Mars 24 Stunden, 39 Minuten und knapp 35 Sekunden. Fakt Nummer 8. Der Lander bzw. die Landeeinheit Pathfinder wurde 1997 zu Ehren von dem Astronomen und Astrophysiker Carl Sagan in Carl Sagan Memorial Station umbenannt. Hier in diesem Faktenvideo belassen wir es aber bei der Bezeichnung Pathfinder. Fakt Nummer 9. Pathfinder war mit folgenden wesentlichen Instrumenten ausgestattet. Zum einen mit dem Imager vom Mars Pathfinder, kurz IMP, der eine Stereo-Kamera mit räumlichen Filtern für Aufnahmen enthielt. Zum anderen mit dem Atmospheric Structure Instrument und Meteorology Package, kurz ASI oder MET. Diese dienten sozusagen als Meteorologiestation und sammelten Daten über Druck, Temperatur und Winde. Für die Energieversorgung waren drei Solarpanels und für die Kommunikation verschiedene Antennen installiert. Fakt Nummer 10. Insgesamt sendete Pathfinder knapp 287 Megabyte an Informationen an die Erde. Darunter 16.500 Bilder, 8,5 Millionen Messungen zu Luftdruck, Temperatur und Wind und die Analysen von Sojourner von Boden und Gestein. Fakt Nummer 11. Weiter geht's mit Sojourner. Für mich eigentlich so ein bisschen der heimliche Star dieser Mission. Und so wurde er medial irgendwie auch aufgenommen. Also so habe ich das zumindest empfunden damals. Ja, Sojourner wog knapp 11 Kilo auf der Erde, was circa 4,5 Kilo auf dem Mars entspricht. Fakt Nummer 12. Er war ausgestattet mit 6 Rädern und war 65 cm lang, 48 cm breit und 30 cm hoch. Fakt Nummer 13. Seine Höchstgeschwindigkeit erreichte Sojourner bei 1 cm pro Sekunde. Während der gesamten Mission legte er etwas mehr als 100 Meter Strecke zurück. Fakt Nummer 14. Sojourner war mit 3 Kameras ausgestattet, 2 Monochrom-Kameras vorne und eine Farbkamera an der Rückseite. Insgesamt schickte er über Pathfinder 550 Fotos zur Erde. Fakt Nummer 15. Der kleine Rover Sojourner hatte auf der Rückseite ein Alpha-Proton-Röntgen-Spektrometer, kurz APXS. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie in verschiedenen Zeitungen, Medien darüber berichtet wurde, dass er halt eine Nase hat. Aber das war halt keine Nase, sondern naja, an der Hinterseite halt, ne? Das APXS konnte die prozentualen Anteile der chemischen Elemente in einer Probenoberfläche durch die reflektierten Alpha-Teilchen, emittierten Proton- und Röntgenfluoreszenz nach der Bestrahlung mit Alpha-Teilchen und Röntgenstrahlung aus einer radioaktiven Quelle ermitteln. So, stopp. Wer meinen Kanal kennt, der weiß, dass ich versuche, das relativ einfach zu halten und nicht übertechnisch zu sein, weil bestimmte Dinge verstehe ich einfach selbst nicht, weil
ich einfach keinen Kontext zu diesen Begrifflichkeiten habe. Deshalb, wir bleiben dabei. Das war einfach bloß ein kleiner Spaß. Also, Kurzversion. Das APXS machte nichts weiter als die Elementenzusammensetzung von Marsgestein und Staub mit Ausnahme von Wasserstoff zu bestimmen. Bei der Entwicklung war auch das Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung in Deutschland mitbeteiligt. Für die Interessierten von euch, die gerne mehr über die Analysen bzw. die Ergebnisse der Analysen erfahren wollen, verlinke ich einmal hier den Eintrag von der NASA in der Videobeschreibung. Fakt Nummer 16. Die Stromversorgung wurde bei Sojourner über Sonnenkollektoren und einen nicht wieder aufladbaren Akku sichergestellt. So war es zunächst auch möglich, in der Nacht aktiv zu sein. Die Batterien konnten 150 Wattstunden liefern. Die Solarzellen hatten eine Fläche von 0,22 Quadratmeter, konnten je nach Bedingungen maximal etwa 15 Watt produzieren und hatten einen Wirkungsgrad von 18%. Fakt Nummer 17. Die CPU von Sojourner hatte einen 2 MHz getakteten Prozessor mit 4x16 KB Speicher, also insgesamt 64 KB Hauptspeicher. Fakt Nummer 18. Der Rover kommunizierte mit Pathfinder über ein Funkmodem. Die Kommunikation mit der Erde lief also immer über die Basisstation. Theoretisch wurde eine mögliche Entfernung von 500 Meter zum Lander angenommen und in Tests auf der Erde bestätigt. Die Leistung hätte durch Einflussfaktoren auf dem Mars natürlich beeinflusst werden können. Während der Mission war Sojourner allerdings nie wirklich mehr als 10 Meter von Pathfinder entfernt. Fakt Nummer 19. Gesteuert wurde der Rover von der Erde mithilfe einer aus Daten- und Kameraaufnahmen generierten grafischen 3D-Oberfläche. Der Rover-Fahrer auf der Erde trug eine 3D-Brille und bewegte das virtuelle 3D-Modell mithilfe eines speziellen Joysticks namens Baseball. Das System berechnete kontinuierlich die Koordinaten des virtuellen Rover-Modells und teilte Sojourner mit, wohin er fahren sollte. Die Software wurde auf einem Silicon Graphics Onyx 2 Supercomputer ausgeführt. Die Rover Control Workstation hatte also schon 1997 Virtual Reality möglich gemacht. Fakt Nummer 20. Die Rover-Fahrer auf der Erde waren Brian Cooper als Hauptfahrer und sein Backup Jack Morrison. Fakt Nummer 21. Entworfen war Sojourner für 7 Sols, mit einer Option für 30 weitere. Letztendlich war Sojourner 83 Sols aktiv, was etwa 85 Erdtage entspricht. Fakt Nummer 22. Den Namen Sojourner hat der Mars Rover einem Aufsatzwettbewerb zu verdanken. Ein 12-jähriges Mädchen gewann diesen und die Frauenrechtlerin Sojourner Truth gab dem Rover letztendlich den Namen. Fakt Nummer 23. Die letzte vollständige Datenübertragung erfolgte am 27. September 1997 um 10.23 Uhr. In den folgenden Monaten wurde versucht, eine vollständige Kommunikation wiederherzustellen, was aber misslang. Daher wurde die Mission am 10. März 1998 offiziell für beendet erklärt. Dennoch war die für knapp einen Monat ausgelegte Mission deutlich länger ausgefallen als geplant. Fakt Nummer 24. Der Mars Reconnaissance Orbiter entdeckte im Januar 2007 den Pathfinder Lander. Fakt Nummer 25. Im fiktiven Film Der Marsianer unternimmt der gestrandete Astronaut Mark Watney eine mehrwöchige Expedition zum Pathfinder Landeplatz und nimmt Pathfinder und den Sojourner Rover mit zu seiner Basis, wo er die Landeeinheit repariert und wieder mit der Erde kommunizieren kann. Ein wunderbarer Film und ein wunderbares Buch, kann ich wirklich nur empfehlen. Ja, und jetzt nochmal Fakt 25 plus 1, das ist mir nämlich aufgefallen, erst nach der Recherche, nämlich hier bei der Bildersuche, bin ich auf eine Seite, relativ alte Seite von der NASA gestoßen, die heißt Sojourner Rover Wake Up Songlist. Und sehr interessant, da sind die verschiedenen Souls angegeben und ja, da an welchem Tag sozusagen der Rover geweckt wurde und mit welchem Song. Unter anderem Bob Marley ist dazwischen, Frank Sinatra oder U2 habe ich auch gesehen. Für den es interessiert, verlinke ich die Liste einmal hier unten in der Videobeschreibung.
Und das war's. Heute könnten wir eigentlich sagen, Marsgeflüster für heute beendet. Nein, es bleibt natürlich beim Mondgeflüster. Und ja, hier jetzt auch konserviert die Pathfinder-Mission auf diesem Kanal von 1997. Wenn du bis hier geschaut hast, bedanke ich mich recht herzlich bei dir fürs Einschalten, fürs Zuhören. Und natürlich würde ich mich freuen, wenn dir das Video gefallen hat, mir einen Daumen oben da zu lassen oder ein Abo, wenn du es nicht schon getan hast. Und ich bedanke mich natürlich auch wieder für deinen Besuch auf diesem Kanal. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal.